Außen knusprig, innen saftig. So sollte die perfekte Frikadelle sein. Und natürlich schmecken, als hätte Oma sie zubereitet. Omas Küche familientauglich und low carb passt nicht zusammen. Ich beweise dir das Gegenteil. Ihr habt es euch gewünscht, ihr sollt es haben. Rezepte, mit denen ich über 65 Kilo abgenommen habe. Wir zaubern aber jetzt nicht nur Frikadellen ohne Kohlenhydrate, sondern wir machen gleich ein ganzes Festmahl in nur 30 Minuten, das die ganze Familie begeistern wird. Und das natürlich ohne Zutaten, die Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel haben. Ich bin mir sicher, dass wenn du niemandem am Tisch verrätst, dass das eigentlich ein Diätessen ist, keiner auf die Idee kommt, dass da irgendwas fehlt bzw. clever ausgetauscht wurde. Wir kochen uns jetzt mit minimalstem Aufwand ein Gericht, das lange sättigt, keine Kohlenhydrate und Zucker enthält, aber du es auch nicht vermissen wirst. Und sie schmecken am nächsten Tag auch noch kalt unglaublich gut, von daher auch das perfekte Meal Prep. Ich zeige dir jetzt Low Carb geschmacklich auf dem höchsten Niveau. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Katrin Hansen und ich bin ab jetzt deine Inspiration und Motivation, dass du es schaffst, dein Wunschgewicht mit Leichtigkeit zu erreichen. Aber ohne das Gefühl zu haben, auf etwas zu verzichten, obwohl wir es doch tun. Du kannst deinem Körper und deiner Familie nichts Besseres tun, als auf unnötigen Zucker zu verzichten. Was gehört zu Frikadellen dazu? Natürlich eine leckere Soße. Ich zeige dir, dass du ab jetzt die Fixtüten dir sparen kannst, denn das können wir genauso gut bzw. noch besser. Und selbstverständlich machen wir uns noch eine große Portion Gemüse. Keine Sorge, ich verrate dir, welches Gemüse du nehmen kannst und wie du es zubereiten kannst, dass selbst der größte Skeptiker am Tisch es lieben wird. Starten wir erstmal mit den Frikadellen. Wahrscheinlich machst du es so, wie die Mama oder Oma es früher zubereitet hat. Brötchen in Milch einweichen und dann zur Hackfleischmasse geben. Ich gebe zu, das ist verdammt lecker, aber halt nicht low carb geeignet. Deshalb treffen wir jetzt eine kleine clevere Veränderung, die aber geschmacklich keine Einschränkungen haben. Wir nehmen 500 Gramm Hackfleisch, das reicht für ca. 4 bis 5 Frikadellen, je nachdem wie groß du sie formst. Ganz kurz zur Fleischauswahl, da kannst du frei wählen. Wenn du auf Kalorien achten möchtest, kannst du Puten oder mageres Rindfleisch oder auch Lammhackfleisch nehmen. Ich persönlich bevorzuge bei Frikadellen gemischtes Hackfleisch. Das kann aber jeder selbst entscheiden. Zu dem Hackfleisch geben wir jetzt 2 Eier. Du siehst schon, wir bekommen auch hier einige Proteine zusammen, was ein unglaublich wichtiger Punkt ist bei jeder Art der Ernährung. Dann schneiden wir eine kleine Zwiebel in Würfel und geben noch einen Esslöffel Senf dazu. Ich habe scharfen Senf genommen. Kleiner Tipp, wenn du Kitties hast, die keine Zwiebel mögen und egal wie klein du sie doch schneidest, sie finden sie, dann reibe deine Zwiebel oder hau sie ganz kurz in den Mixer. Nun würzen wir das Ganze ganz unspektakulär mit Salz und Pfeffer. Da darf aber schon ordentlich was rein. Ein bisschen Grünzeug darf natürlich nicht fehlen. Dafür nehmen wir Petersilie. Ich habe hier frische Petersilie, die hacke ich klein. Hebe aber noch was auf, die brauchen wir gleich noch für die Soße. Bis jetzt ist ja noch alles ganz klein. Klassisch und alle Zutaten sind wie von Oma früher. Nun würde jetzt aber der Step kommen, der die Frikadelle nicht mehr low carb tauglich macht. Normalerweise wird Paniermehl oder Brötchen, Toast oder Haferflocken als Bindemittel genommen. Alles, was ich aber aufgezählt habe, sollte man bei der low carb Ernährung vermeiden. Das aber zu ersetzen und das ohne geschmackliche Einschränkungen ist ganz easy möglich. Wenn du zu Hause hast, kannst du als Bindemittel Kartoffelfaser nutzen. Gebe hiervon 3 Esslöffel hin. Zu. Wenn du das nicht daheim hast, kannst du auch den König der Eiweißspender nehmen, nämlich Parmesan. Allerdings hat er schon relativ viele Kalorien und das solltest du im Hinterkopf behalten. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, Kartoffelfasern für deine Low-Carb-Ernährung immer zu Hause zu haben. Sie sind enorm ballaststoffreich, haben im Verhältnis zu Mehl und Haferflocken wirklich wenig Kohlenhydrate. In Zahlen sind es 8 Gramm auf 100 Gramm und sie sind vielseitig einsetzbar. Auch zum Brotbacken hervorragend geeignet. Dazu kommt, wenn du möchtest, ein separates Video. So, die Grundmasse für die Frikadellen ist fertig und nun geht es ans Vermischen. Knete ordentlich, damit sich alles miteinander verbindet und schon kannst du die Buletten oder Fleischpflanzerl oder wie auch immer du sie nennst. Wie nennt man dieses Gericht in deiner Region? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich gewisse Dinge in verschiedenen Regionen und doch im gleichen Land genannt werden.
werden. So, fertig geknetet, dann machen wir uns ans Formen. Wieder ein kleiner Tipp. Feuchte deine Hände an, so klebt nichts an ihnen fest. Ich mache immer eine gute Handvoll und rolle und klopfe es hin und her, bis ich eine schöne feste Frikadelle geformt habe. Jetzt mal ehrlich, das sieht doch schon unglaublich lecker aus. Glaube mir, du wirst nie wieder anders Frikadellen essen wollen. So simpel, so einfach und doch so lecker. Hättest du gedacht, dass Low Carb so einfach ist? Ich zeige dir, dass Abnehmen verdammt lecker sein kann. Das beweisen auch die Kommentare unter meinem anderen Rezeptvideo. Deshalb abonniere meinen Kanal und werde Teil meiner wundervollen Community, denn wir gehen deinen Weg ab jetzt gemeinsam. So, Frikadellen wandern jetzt erstmal in den Kühlschrank und wir kümmern uns um das Gemüse und um die Soße. Für mich gehört zu einer Frikadelle eine leckere Champignonsauce und die ist auch im Handumdrehen gezaubert. Die größte Arbeit ist hier das Schnippeln der Pilze. Hier kannst du wirklich einige nehmen. Das sind jetzt ca. 500 Gramm Champignons. Ob du weiße oder braune nimmst, das bleibt dir überlassen und auch, ob du sie viertelst oder in Scheiben schneidest. Ist das auch erledigt, kommen sie erstmal zur Seite, denn wir kümmern uns jetzt um die Gemüsebeilage. Ich weiß und bitte schalte jetzt nicht ab, denn ich habe das unbeliebteste Gemüse der Deutschen gewählt. Aber ich zeige dir, wie du es schaffst, das so lecker und schnell zuzubereiten, dass du es lieben wirst. Und solltest du darauf keine Lust haben, kannst du dir Blumenkohl oder Brokkoli mit derselben Zubereitung als Beilage zaubern. Mein Mann meinte immer, er hasst Rosenkohl. Mittlerweile ist es seine Lieblingsbeilage und für mich ist es die perfekte Beilage zu Frikadellen. Als erstes bringen wir Wasser zum Kochen und geben unser gefrorenes Gemüse in eine Schale. Du kannst natürlich auch frisches Gemüse nehmen. Dann mit heißem Wasser übergießen und erstmal stehen lassen. Ich versuche mir Kochen so einfach wie möglich zu machen. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit hast, jeden Tag mehrere Stunden in der Küche zu stehen. Deshalb zeige ich die Rezepte, die wirklich nicht lange dauern. Alle Vorbereitungen sind nun getroffen und nun können wir uns ans Kochen machen. Wir benötigen erstmal eine große Pfanne für die Frikadellen, einen Schuss Sonnenblumenöl rein und erhitzen. Den Backofen heizen wir auf 150 Grad vor, denn da geben wir gleich die angebratenen Frikadellen rein. Denn wir machen dann in dieser Pfanne unsere Soße. Ist das Öl heiß, kommen die Frikadellen rein. Falls du dich fragst, wann das Öl heiß genug ist, kannst du das ganz einfach testen, indem du einen Holzkochlöffel reinhältst. Fängt es an dem Holz an, kleine Bläschen zu geben, ist die Hitze zum Anbraten perfekt. Von jeder Seite ca. 5 bis 6 Minuten schön knusprig braten lassen. Wann ist aber eine Frikadelle durch? Ganz einfacher Trick, steche mit einem Spieß oder Stäbchen in die Frikadelle und drücke danach leicht drauf. Kommt aus dieser Stelle viel Fleischsaft, brauchen Sie noch einen kleinen Moment. In der Zeit, wo die Frikadellen brutzeln, kümmern wir uns um das Gemüse. Ich halbiere den Rosenkohl und lege ihn auf ein Zeber zum Abtrocknen. Ist das gemacht, können wir die Pfanne fürs Gemüse schon mal aufstellen. Hier geben wir einen guten Schuss Olivenöl rein und warten einen Moment, bis die Pfanne heiß ist. Und dann kann der Rosenkohl auch schon dazu. Das Gemüse kannst du ordentlich mit Salz und Pfeffer würzen und richtig schön anbraten lassen. Gerade die Röstaromen geben dieses gewisse Extra an Geschmack. Der Rosenkohl brät nun vor sich hin und die Frikadellen sind fertig. Die geben wir jetzt auf einen Teller und stellen sie in den Backofen zum Warmhalten und Durchziehen. Sie sind da höchstens 10 Minuten drin, denn unser Essen, auch wenn es jetzt noch nicht danach aussieht, ist schon gleich fertig. Und nun können wir uns schon an die Soße machen. Wenn in der Pfanne von den Frikadellen noch sehr viel Öl ist, dann kippe davon ein bisschen weg. Aber diese kleinen Hackfleischbröckchen solltest du versuchen in der Pfanne zu lassen, denn den Geschmack wollen wir in der Soße unbedingt haben. In die Pfanne geben wir nun schon unsere geschnittenen Champignons und lassen sie schön anbraten. Das riecht jetzt schon so unglaublich lecker. Jetzt sieht es noch nach so viel aus, aber da Pilze zu 91% aus Wasser bestehen, schrumpfen sie schon ganz schön zusammen. Die Pilze kräftig würzen mit Salz, Pfeffer und auch Paprika. Sind sie angebraten und sehen so aus, gib einen kleinen Schuss Wasser oder wenn du hast Rinderfond dazu und lösche es damit ab.
Drehe die Hitze ein bisschen runter und lasse die Soße kurz köcheln. Theoretisch könntest du sie jetzt schon so essen, aber ich will dir zeigen, dass auch eine leckere Rahmsoße während einer Low-Carb-Diät absolut drin ist. Deshalb geben wir jetzt noch einen Schuss Sahne dazu. Hier muss ich kurz was dazu sagen. Es gibt Schlagrahm, Kochsahne und Schlagsahne und wie sie alle heißen. Hier heißt es Vergleichen der Nährwerte. Ich weiß, ich wiederhole mich immer und immer wieder, aber ich will dir zeigen, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, Hersteller miteinander zu vergleichen. Hier haben wir eine Kochsahne, die 15% Fettanteil hat und nur 2,6 Gramm Kohlenhydrate. Hier haben wir eine, die auch 15% Fettanteil hat, die aber hat knapp 5 Gramm Kohlenhydrate. Gleiches Produkt, doppelte Menge an Kohlenhydrate. Das sind kleine, clevere Tricks, um Low Carb nochmal effektiver zu leben. Im Vergleich, die normale Schlagsahne hat knapp einen Fettanteil von 30% und 300 Kalorien pro 100 Milliliter und über 3 Gramm Kohlenhydrate. Hättest du gedacht, dass man so einfach so viele Kohlenhydrate sparen kann? Sollte ich dir bis jetzt schon helfen können und dir das Video gefallen haben, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Like freuen. So, noch 2 Minuten köcheln lassen und die Petersilie dazugeben und schon ist unsere Soße fertig. Ganz ohne Fixtütchen, ohne kohlenhydrathaltige Bindemittel oder Zusatzstoffe. Wir haben mit wenigen Handgriffen nun eine wirklich leckere Rahmsoße gemacht, die, glaube mir, unheimlich lecker ist. Für das komplette Gericht haben wir jetzt ca. 30 Minuten inklusive Vorbereitung gebraucht. Einen Teller gezaubert, der dich wirklich sehr lange sättigt und allen schmeckt. Das Schöne bei diesem Essen ist, dass wenn du für mehrere kochst, du einfach den anderen am Tisch, die sich nicht Low Carb ernähren möchten, einfach ein paar Kartoffeln oder Nudeln dazu machen kannst. Dieses Rezept ist absolut familientauglich und wird allen schmecken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, deine Katrin.